Rum, bum, 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 bum. Hallo, hallo, ihr Lieben, hier ist wieder euer Abi Harry. Yes! Wie immer, total durchgeknallt natürlich. ansonsten überstehe ich die Welt gar nicht. Finde ich jetzt mal. Aber um das geht's. Also, ich habe von euch eine Frage gekriegt, oder von ein paar Leuten, die haben mich gefragt, mit diesem Frontschutzbügel. Ich habe ja dann schon die gebaut, viele sagen, das hält jetzt nie aus. So schlecht ist das gar nicht. Einer hat mir gerade geschrieben, ich habe schon noch nie gesehen, wenn wieder verbogen wird, der Frontschutzbügel, wenn der zum Abschleppen hergenommen wird. Natürlich. Wenn du das Ding, wenn du hier die Arme mit dem Seil abschleppst. Meistens ist es so, wenn man abgeschleppt wird, dann fahrt man, der hintere soll eigentlich schauen, dass das Seil auf Zug bleibt, was er nie macht. Und der eine fährt dann an Kreuzung hin, der andere ist aber nicht auf Zug. Dann fährt der andere los und dann macht es hinten einen Schlag so. Und den hinten zieht es nach hinten mit dem Kopf. Gell? Ja, das wissen wir schon, weil die nächsten können einfach nicht richtig abschleppen. Und deswegen kann man an den Bügel nichts anhängen zum Abschleppen. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich habe sogar schon gesehen, die haben so einen Spiegel entwickelt. Die haben so einen Spiegel entwickelt. Also da ist das Beste, das muss ich sagen, das habe ich schon mal gemacht, bei mir ist das auch schon mal passiert. Ich habe es echt mit der Hand gehalten. Ich habe es hier festgehalten und habe gesagt, aufpassen, wenn du so eine Kurve fährst, weil ich kann da nicht so weit darüber fahren, bloß ein paar Meter, hat funktioniert. Aber dann kann ich, wenn der losfährt wie ein Depp und ich das immer pippeln, loslassen. Dann ist es wurscht. Es hat funktioniert. Aber du kannst es nicht in die Spiegel machen, reißt dir die Tür auf, reißt dir den Spiegel weg, reißt das ganze Ding weg. Ich habe schon gesehen, dass das ganze Ding rausgerissen. Ja? Aber ja, wie gesagt, zum Abschleppen taugt es nichts. Für das Schneeschild ist es wieder anders, weil es gibt ja keinen so einen Riesenschlag oder Ding drauf, dass das, wie soll ich sagen, sie verbiegt oder einreißt oder was weiß ich. Ich habe das jetzt vorhin schon mal, ich habe ja ein Video gemacht, ich habe das vorhin schon probiert. Ich fahre nur ich damit, es ist federgelagert, bei mir ist der Hofgrat, ich glaube nicht, dass was passiert. Wenn was passiert, werde ich es euch wissen lassen. Ich werde das Ganze nach unten unterstreichen, das habe ich auch alles schon hergerichtet. Ich muss es nur noch fertig machen, dann werde ich es nach unten versteigen. Aber ansonsten für die normale Menschen, wie ich nicht bin, der Bügel haltet was aus. 87,5 Kilo. Es hat sich nichts verbogen. Auf meinem Fuß ist nichts passiert. Also der haltet schon was aus. Jetzt zeige ich euch mal, weil viele von mir wissen wollten, wie ist denn der eigentlich festgemacht? Muss ich da was bohren? Was muss ich beachten? Kann ich den einfach so hinschrauben? Ich bestelle den lieber nicht, weil wer weiß, was muss ich da Löcher mehr abhinebohren? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber ich zeige euch das schnell. Moment, nehme ich euch mit. So. Und zwar ist das ganz easy. Du hast eigentlich nur vier Befestigungspunkte da, links, rechts und dann unten. Ich zeige euch das schnell, so gut es jetzt da geht. Ich hoffe, man sieht es. Da sind die Schrauben drin. Da muss ich mich auch noch runterbeigen. Moment da. Wo ist denn die Schraube? Da. Da. Da ist er festgemacht, rechts und links. Einmal. Und dann geht das Ganze natürlich unter die Kabine rein. Schauen wir mal, ob ihr das auch noch zeigt. Mit meiner Kamera. Wo bin ich denn? Ich sehe es gar nicht. Wo bin ich? Da. Da ist die Schraube, schau. Da ist die Schraube. Und da ist meine Batterie, meine zweite. Und dann gehen wir mal da unten rein. Moment. Und da ist die Schraube. Das Loch ist schon drin. Ihr nehmt nur eine große Beilagscheibe, so, die wo sie biegen lässt, dass das in die Rundung reingeht. Und machst da die Schraube durch. Nicht zu lang, dass unten raussteht, nicht dass irgendwo unten hängen bleibt. Meine steht jetzt einen halben Zentimeter raus. Kann man natürlich auch noch abschneiden, wenn man will. Dann das Ganze mit Hohlraumversiegelung versiegelt. Dass es auch nicht auch vorher, bevor die Scheibe drauf kommt, der Hohlraumversiegelung rein oder Fett oder irgendwas, was du wolltest. Oder wie das alles heißt, kannst du was anderes nehmen, ist wurscht. Aber da hast du die Möglichkeit, die ist schon drin, links und rechts und da vorne. Da vorne ist es da festgeschraubt. Moment einmal. Da vorne ist es da festgeschraubt. Da ist es festgeschraubt.
Und das ist alles. Und das, der Anbau. Moment, ich mache mal wieder die Kamera drauf. So. Und der Anbau dauert eine Viertelstunde. Oder, keine Ahnung, 20 Minuten. Es ist ein bisschen, ihr müsst hier, wenn ihr hier die Schrauben nimmt, nimmt ihr neue Schrauben, weil die sind um einen halben Zentimeter zu kurz. Die sind um einen halben Zentimeter zu kurz. Die Schrauben gehst du her, du machst die Bügel hin, ich lege mich da mal hin, dann lebe ich mit eurem Fuß, lebe ich da fett, das hoch, bügel ich mit der Hand und dann schraube ich die Schrauben hin. Und die Schrauben musst du durch den Kotflügel durchschrauben, durch das Plastik von dem Kotflügel so durchschrauben. Und das geht ganz easy, muss ich sagen. Also für jeden, der wo so einen Bügel kaufen will, den Bügel gibt es in dem Andrazit, dann gibt es den Silbermetallic. Es hat früher auch gegeben in Gelb, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es in Gelb noch gibt, das weiß ich nicht, weil ich bin eigentlich da nicht mehr bewandert mittlerweile. Bin jetzt aus dem Geschäft auch schon vier Jahre, glaube ich, draußen. Also kann sein, dass es ihn gibt, dann hat es früher den langen Bügel gegeben, der vorne dann das Handel drum gehabt hat, den da. Der war natürlich richtig geil, den hätten sie weiterbauen müssen, der ist ein bisschen hergegangen. Der war richtig cool. Also so einer, der wo nur so einen hat oder wo so einen kriegt irgendwo, der ist richtig mega. Also der ist richtig. Aber wie gesagt, ich werde das Ganze unten noch verstärken. Ja, jetzt kommt er. Der macht einen Arm da mit seinem Bulldog. Fahre ich gleich mit der Abhinde, der noch hat das. Wie gesagt, ich werde das unten noch verstärken. Keine Sorgen. Ich denke nicht, dass was kaputt geht, weil ich bin ja mit Fürsorge mit meiner Ape, wenn ich Schnee schiebe. Aber ich werde es dann erfahren, 100%. Aber das war es jetzt von mir mal zu den Bügeln. Ich verlinke euch die Bügel unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch das anschauen. Ich habe den bei Italobi geholt, das ist ja mein Sohn. Also wäre blöd, wenn ich woanders gehe. Ich kriege dann natürlich unter anderem auch ein paar Prozente. Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist echt eine Empfehlung. Es ist jetzt kein Rahmenschutzbügel wie beim Auto oder beim LKW, da sagen kannst du, wenn jetzt was passiert. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss euch was erzählen. Ich habe mal eine AP Web verkauft und der ist bei mir, jetzt warte mal, wie war denn das? Der wollte zu mir kommen und bei mir ist es ja so um Kurve gegangen, von der Brücke und dann Werkstatt auf. Und der Vater, das war ein älterer Mann. Und der ist immer gefahren wie eine gesenkte Sau. Wirklich, der ist gefahren wie eine gesenkte Sau. Fahrt um die Kurve rum, dass das Hinterrad hochlüpft, kriegt die Kurve, fahrt rum und meine Nachbarin hinten kommt raus, fahrt gerade vor und die beiden treffen sich genau vor meiner Werkstatt, also vor meiner Auffahrt. Muss ich jetzt erzählen, vor meiner Auffahrt. Okay, da hat man dann natürlich ein bisschen rumgestritten. Dann war das Witzige das, ich habe natürlich für beide Fahrzeuge, ich habe ja damals auch meine Autowerkstatt gehabt, ich habe für beide Fahrzeuge die Gutachten machen dürfen, oder besser gesagt, Gutachter machen dürfen von mir, hat die Gutachten gemacht, ich habe auch beide reparieren dürfen, oder müssen, oder dürfen, und habe beide repariert, und ich muss euch sagen, das war der AP Web damals, der hat den Bügel vorne gehabt, durch diesen Bügel, muss ich sagen, war er nur. Warte mal, der ist so reit, drüben eine Seite muss gewesen sein. Der ist so reit gefahren, die ist gekommen, drüben muss gewesen sein. Da war nur das da unten ein bisschen kaputt, ganz leicht. Der Bügel hat das Feuer keine abgehalten. Und vor allem das Auto, das war damals ein Opel Astra F, das Auto war mehr beschädigt wie die Ape. Ohne Schmarrn. Das war der größere Schaden und der Aufwand war größer wie bei der Ape. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Und die müssen von der Geschwindigkeit fast gleich gewesen sein, muss ich sagen. Also die sind bestimmt jeder mindestens 20 gefahren. Also bestimmt. Also, und die hat natürlich einen Mordschlag gemacht, uns hat es oben aus der Werkstatt rausgehauen, sind wir gleich runter. Keines Gott sei Dank was passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wirklich, war nur Blechschaden. Aber die AP hat es weniger erwuschen wie den Astra. Also es war wirklich phänomenal. Mit dem Bügel, ich denke, ohne den Bügel hätte es ein bisschen schlimmer ausgesehen, denke ich mal. Aber es ist trotzdem nicht so, dass das jetzt ein Rahmenbügel ist wie beim LKW. Wenn du da runter gegen fahrst, ja, oder wie gesagt, wenn man abschleppen tut da dran, dann denke ich mal, ist das keine so gute Idee. Vor allem, wenn man das Abschleppen nicht beherrscht, wie ich schon gesagt habe. Ja. Aber ansonsten macht es halt die AP einfach ein bisschen
schöner. Das sieht halt einfach mega aus, das sieht gut aus. Abi Cross vorne mit Bügel, hinten mit Bügel, schaut mega geil aus. Hat es ja früher auch einen hinteren Bügel noch gegeben. Ja, finde ich schon irgendwo. Es ist einfach, wenn du das ein bisschen optisch machst. Ich habe jetzt, was ich noch sagen muss, ja, hier die Spiegel sind mir jetzt noch zu geil, muss ich sagen. Jetzt gerade so als Schneeräumer. Ich habe übrigens Rundumleuchte, liegt schön drin. Also von dem abgesehen bin ich all safe. Ja. Aber ich habe jetzt im Keller noch ein paar Spiegel. Die sind so eine Art LKW-Spiegel. Die muss ich, glaube ich, ein bisschen ändern. Die sind nagelneu. Die habe ich in meinem Koffer wie APDM. Und habe sie aber nie benutzt, weil ich jetzt faul war, die hinzumachen. Weil du da irgendwas ummodeln musst und keine Ahnung, schweißen und so weiter. Und die werde ich mir jetzt hinmachen, weil die sind doch so groß. So. Schaut bestimmt da besser aus. Werde aber hinmachen. Aber ich würde sagen, das war es von mir zum Thema Frontschutzbügel. Der Frontschutzbügel ist unten verlinkt, wie ich es euch gesagt habe, wie ich es euch versprochen habe. Und ansonsten sehen wir uns gesund und munter im nächsten Video. Bleibt einfach so verrückt wie ich. Oder? Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Euer Abi. Servus, macht es gut.